40 Tage Reich Gottes. 40 days kingdom of God. Heute Tag Nummer 18. Today is day 18. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. The kingdom of God is right in our midst. Die Bibel spricht in Lukas Kapitel 17. The Bible says in the Gospel of Luke chapter 17. Vers 21. Verse 21. Sagt Jesus. Jesus says, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Behold, the kingdom of God is within you. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. The kingdom of God is right in the midst of you. Du musst eins verstehen, we need to understand wenn one du thing. Wiedergeboren bist, when you are born again, ist das Reich Gottes mitten unter euch. Then the kingdom of God is right in our midst. Und das ist Thema jetzt gleich. And that's the theme for today. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. The kingdom of God is in the midst of us. Jesus erklärt uns ein Prinzip des Reiches Gottes. And Jesus explains to us a principle of the kingdom of God. Wo zwei oder drei two or three zusammen sind in meinem Namen, are together in my name, bin ich mitten unter ihnen. I am right in the midst of them. Also wenn du zusammenkommst, zu zweit oder zu dritt, when two, three believers are getting together, und sie sind im Namen des Herrn zusammen, and they are together in the name of the Lord Jesus, wissen wir, Christ, Jesus ist mitten unter ihnen. Then we know Jesus is right in their midst. Und das Reich Gottes ist mitten unter euch. And the kingdom of God is in the midst of you. So besonders. That's very special. Wir müssen verstehen, dass wir nicht das Reich Gottes irgendwie reinbringen müssen. We need to know that the kingdom of God doesn't need to be transported in by us. Sondern das ist schon automatisch bei uns. But it's automatically with us. Mitten unter uns. Right in the midst of us. Und dann sagt Jesus, wo zwei eins werden. Where two, Jesus says, where two are becoming one. Was immer sie bitten, whatever they ask, wird geschehen. It will happen. Das ist ein Prinzip des Reiches Gottes. This is a principle of the kingdom of God. Wenn wir zusammenkommen, when we come together, ist Jesus mitten unter uns. Then Jesus is right in the midst of us. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. And the kingdom of God is in our midst. Und wenn wir dann in Einheit und Liebe zusammen eins werden, and then when we become one in unity and in love, was immer wir bitten, whatever we ask, wird geschehen. Will happen. Das ist etwas Besonderes. That is something very special. Das Reich Gottes kommt immer dann zu dir, the kingdom of God is always coming then to you, wenn der König Jesus in dein Leben kommt. When the King of the King of Kings comes into your life. Der König ist in deinem Herzen. The king is in your heart. Somit ist das Reich Gottes in deinem Herzen. And so the kingdom of God is in your heart. Weil Jesus es erklärt. Because Jesus declares it this way. Und er sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. And he says, the kingdom of God is right in your midst. Und wenn wir das verstehen, dass das Reich Gottes in uns ist, and when we understand that the kingdom of God is in us, dann verändert es all unser Denken. Then it will change our total thinking. Alle unsere Prioritäten. All our priorities. Alle Werte unseres Lebens. All values in our lives will change. Und alle Dinge tun wir der Herrschaft Jesu unterwerfen. And all the areas of life we bring them under the lordship of Jesus Christ. Du wirst zuerst trachten nach seinem Reich. First you will seek his kingdom. Und seine Gerechtigkeit. And his righteousness. Und alles andere wird euch zugetan werden. And everything else will be added unto you. Wir werden Prioritäten neu setzen. We will have new priorities. Wie wir mit der Zeit umgehen. How we handle time. Wie wir unser Urlaub verbringen. How we spend our holidays. Wie wir unser Geld ausgeben. How we spend our money. Wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen. How we deal with our fellow people. Ich möchte dich ermutigen, dass du ins Reich Gottes investierst. I want to encourage you, invest into the kingdom of God. Deine Zeit. Your time. Deine Liebe. Your love. Deine Gebete. Your prayers. Deine Fürbitte. Your intercession. Und dein Urlaub. And your vacation. Sei bereit, mal einen Missionsersatz zu machen. Yeah, be ready to go into a mission work for a holiday. Weißt du, jedes Mal, wenn ich auf Missionsreisen bin, every time when I am on mission trips, zum Beispiel in Indien manchmal, sometimes in India, und da geht's richtig, das ist richtig heftig dort. It's very tight, very tough there. So wie Paulus auf Missionsreisen. Just like Paul on mission trips. Und ich bin jeden Tag in einer anderen Stadt. And every day I'm in another town. Und wir predigen das Reich Gottes. And we preach the kingdom of God. Wir heilen die Kranken. We heal the sick. Treiben Dämonen aus. We cast out demons. Das macht richtig Spaß. It is really fun. Ich komme nach Hause, ich bin total müde. I come home and I'm totally tired. Aber in meinem Herzen bin ich richtig erfüllt. But in my heart I'm totally fulfilled. Weil ich weiß, die Priorität meines Lebens ist zuerst Reich Gottes. Because I know the first priority in my life is kingdom of God. Weißt du, wenn du deinen Urlaub nimmst und am Strand rumliegst, yeah, when you take your holiday and you're just
laying around on a beach. Es ist auch gut. It's good. Aber es ist nicht erfüllend für deine Berufung. But it's not completely fulfilling for your calling. Investier mal einen Urlaub ins Reich Gottes. Invest one holiday into the kingdom of God. Es ist anstrengend. It can be very tough. Aber es ist erfüllend im Herzen. But it's very fulfilling. Und wenn man versteht, dass das Reich Gottes mitten unter uns ist, and when we understand that the kingdom of God is right in the midst of us, haben wir andere Prioritäten. Then we have different priorities. Wie wir unsere Finanzen investieren. How we invest our finances. Wie wir unseren Urlaub investieren. How we invest our holidays. Und wie unsere Werte sind, unseres Lebens. Where our values are and how our values Die Werte are. Unseres Lebens bestimmen sich aufgrund des Wortes Gottes. And the values of our lives, they should be based on the word of God. Amen. Ich glaube, dass das Reich Gottes mitten unter uns ist. I believe that the kingdom of God is right in our midst. Und dass wir das Reich Gottes in alle Ebenen der Wirtschaft bringen sollen. And that we are to bring the kingdom of God in all levels of the business world. Dass wir sie in die Kultur reinbringen. That we bring the kingdom of God values into the culture. In die Erziehung reinbringen. In education. In die Schulen reinbringen, Universitäten. In the schools, in the universities. In die Wirtschaft reinbringen. In the business world. Ja, und dass wir in allen Bereichen unseres Lebens Reich Gottes bauen. And that in all levels of life we build the kingdom of God. Ich träume davon, dass Gemeinden entstehen in Schulen. I dream, it's my dream that churches will come or will be established in churches. Ich träume davon, dass Gemeinden entstehen und Gebetskreise entstehen mitten in Unternehmen. Yes, that prayer circles, prayer groups and churches will be established right in the middle of big companies. Ich träume davon, dass Politiker, die an der Front sind, wiedergeborene Christen sind. I dream that politicians that are right in the front of everything are born again believers. Und die sich zusammentreffen zum Gebet and that they für den meet König. For prayer and to meet the King of Kings. Ich träume davon, dass das Reich Gottes sich wieder ganz ausbreitet. It's my dream that the kingdom of God will be have a broad influence in allen Bereichen unserer Gesellschaft. In all areas of our society. Ja, ich habe einen Freund, ich habe schon erzählt von meinem Freund, der in Deutschland. I have a friend that I already told you, he's in Germany. Ja, und er ist sehr erfolgreich im Geschäftsleben. And he's very successful in business life. Und er hat gesagt, wir müssen Reich Gottes in alle Bereiche reinbringen. And he said we need to bring the kingdom of God in all levels of life. Weil das Reich Gottes hat Kraft. Because the kingdom of God has power. Wenn man es durchsäuert, and when we are like yeast or leaven, dann dringt es durch. Yeah, when we penetrate all levels of life. Und deswegen sind wir auf dieser Erde. And that's why we are on this earth. Um das Reich Gottes auf diese in unser Bereich zu bringen. To bring the kingdom of God in our area. Sei treu in dem, wo du drin bist. Be faithful in what you are doing. Egal, wo du zu tun hast. No matter where you are working. Ob du in einem Verein tätig bist. Or if you are busy in a what is that? NGO. Ja. Oder ob du in irgendeinem Berufsleben bist. Or if you have a job somewhere. Oder bist zu Hause. Or you're at home. Egal wo du bist. No matter where you are. Da wo du bist, ist das Reich Gottes mitten unter dir. Where you are, the kingdom of God is right in your midst. Bring das Reich Gottes an andere Leute. Bring the kingdom of God wherever you are. Wir müssen aufhören, dass wir so getrennt denken. Yeah, we need to stop thinking in separations. Ja. Gemeinde ist Reich Gottes. We think, well, church is kingdom of God. Und ab Montag mache ich mein eigenes Leben. And from Monday on, I do my own life. Und wenn du so getrennt denkst, and when you think so in partitions, das wird alles sehr anstrengend dann. Then it's very, very, it's hard. Fun? Hard. Hard, yes. Du musst Zeit geben deiner Familie. You have to give time to your family. Und zum Beispiel sonntags ist Reich Gottes. Sunday is kingdom of God. Und am Montag machen wir unser eigenes Ding and wieder. And on Monday we do our own thing. Nein, aber Reich Gottes sollte überall sein. Kingdom of God should penetrate every level of life. Manche Menschen, sie versuchen Zeit zu geben in die Gemeinde. But some people try to give time to the church. Manche Leute versuchen dann und der Familie auch noch was zu geben. And then they try to give also something to their family. Und auch noch dem Job was zu geben. And then a little bit to the job. Und wenn man so getrennt denkt, and when you think so separated, dann wirst du bald einen Burnout kriegen. Then you soon have a burnout. Aber Reich Gottes. But kingdom of God bedeutet, wir denken, dass Reich Gottes überall ist. That we think and believe that the kingdom of God is in all areas of life. Wir bauen Reich Gottes mitten in der Gemeinde. We build kingdom of God in the middle of the church. Wir bauen Reich Gottes in unserer Familie.
We build kingdom of God in our family. Wir bauen Reich Gottes im Geschäft. We build kingdom of God in our business. Wir bauen Reich Gottes mitten in der Schule oder in der Universität. We build kingdom of God in the middle of the schools and the university. Und plötzlich wird der Gedanke der Zeit ein Investieren ins Reich Gottes. And suddenly your entire time becomes an investment into the kingdom of God. Und alles, was du tust, and everything you do, ist Trachten nach dem Reich Gottes. Is seeking first his kingdom. Und nach seiner Gerechtigkeit. And his righteousness. Und dann tut Gott dir alles hinzufügen. And then God will add everything. Ja, und dieses Leben macht Spaß. And this life is really full of fun. Trachten nach dem Reich Gottes. Seek ye first his kingdom. Viel einfacher und viel besser. It's much better. And simpler. Ja, und Jesus sagt hier, das Reich Gottes ist mitten unter euch. And Jesus even says the kingdom of God is in your midst. Ich möchte dich ermutigen. I want to encourage you. Dass du verstehst. That you understand. Diese neue Gedanke des Reiches Gottes. The new thought of kingdom of God. Das Reich Gottes mitten unter euch ist. That the kingdom of God is in the middle of you. Und ich möchte dich segnen. I want to bless you. Möchte dich ermutigen. I want to encourage you. Stärken. And to strengthen you. Reich Gottes in allen Bereichen deines Lebens ausgebreitet wird. That kingdom of God will be spread through you in all levels of life. Denn das Reich Gottes ist mitten unter euch. Then the kingdom of God is right in your midst. Und vergesst niemals. I never forget. Du bist höchst begünstigt. You are highly favored. Tief geliebt. Deeply loved. Und mächtig gesegnet. And powerfully blessed. Amen. Amen.